Aldemar HD. Toll. Ah, das sieht doch aus nach viel Gemetzel. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Project Warlock. Das Spiel lehnt an die guten alten Spiele wie Duke Nukem und Doom. Ja, hier retten wir mal wieder die Welt. Es gibt Magie, aber sowohl auch Waffen. Ich bin gespannt, wie es wird. Also ich stehe voll auf so Spiel, deswegen konnte ich nicht warten. Das Spiel ist auf GOG neu erschienen, erst vor ein paar Tagen. Also guckt mal nach, falls euch das interessiert. Ich will jetzt keine Kaufempfehlung aussprechen, weil ich habe ja selbst kaum noch gespielt. Nur 5 Minuten zum Testen, ja. Also Leute, los geht's. Ihr könnt es auf Deutsch noch stellen, deswegen guck mal kurz. Ich hatte es auf Englisch gespielt wegen Bug. Ja, so, los geht's. Neues Spiel. Standard. Ich glaube, der gibt auch so Sprüche von sich wie Duke Nukem. Und das hier einleitet schon. Deswegen ist das ein Muss. Ja, los geht's. So, hier sind wir. So, ich war jetzt schon ein paar Mal hier am Anfang. Was hat denn der da verloren? Ach nee, doch, das war doch irgendwas. Du hast einige Pfeile gefunden. Ah. Ich hatte sehr viele Probleme am Anfang. Ich hatte so einen komischen 3D-Modus an und den kann man ausmachen in Optionen. Und zwar, achso, falls ihr den habt, der ist hier. Hier, CRT-Shader. Den müsst ihr unbedingt ausmachen, sonst habt ihr so 3D-Effekte. Das war ganz schlimm, ja. Danke nochmal an den Lokanichomo. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie man ihn ausspricht, ja. Danke nochmal, thanks for your help, appreciate it. Er hat mir auf jeden Fall gesagt, wie das geht. Ich habe die Option nicht gefunden. So, los geht's. Okay. Wir haben hiervon nur begrenzte Munition. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was man alles hier machen kann. Wir haben auf jeden Fall Mana. Das ist hier unsere Munition für den Stab. Aber es gibt ja auch Schusswaffen. Oh, Blut. Es gibt nichts Schöneres. Okay, okay, okay. Das war's schon mit Munition. Wir haben eine Axt hier. Warte, Moment. Okay. Das braucht man ein bisschen zum Schlagen, deswegen. Boah, Spratte, guck mal, wie viel Blut hier liegt. Warum sind wir überhaupt in der Höhle hier? Du hast gefunden, Schatz. 3 XP. Ist das hier so ein Gefängnis gewesen? Ich will mal gucken. Wir sind da oben durch ein Loch gefallen, glaube ich. Okay. Wir haben diesen Stab. Wir haben wieder Munition für. Wir können ja auch, glaube ich, aufladen. Aber das brauchen wir gar nicht. So, okay. Na, das gibt's doch nicht. Es geplatzt. Wir haben hier so einen Dolch und den können wir auch werfen. Moment. Da. So, und ich weiß nicht, wie viele davon haben. Ich glaube, unendlich. So, 3 XP. 25. 0,2, Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier so ein Buch. Es wurde ein Lichtzauberspruch. Ist ab jetzt verfügbar. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also hier habe ich aufgehört mit dem Testen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Lichtzauberspruch. Okay. Keine Ahnung. Lichtzauberspruch. Angeblich kann man mit Rechtsklick zaubern. Aber wir haben hier oben keine Zaubersprüche. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen verwirrt. Wir werden es rausfinden. Hoffentlich. Vielleicht erst nach dem Level. Oh, hier ist Knopf. F. Ah, Leertaste. Ah. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder Munition. Oh, das war's schon. Werkstatt. Ah. Das ist ja cool. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Abgefahren. Drücke Interaktion mit Knopf, um deine Waffen aufzubessern. Zauberspruch kaufen. Ah, warte mal. Wir haben doch einen gefunden. Es werde Licht. Get Spell. Sehr schön. Zaubersprüche nutzen auch dieselbe Währung. Bist du sicher? Ja. Warum nicht? Das ist die große Frage. Mana gefunden. Waffen aufwerten. Wir haben nur ein ab. Und dafür brauchen wir 8. Wenn ich das richtig sehe. Hier liegt überall Schrott. Kann ich das auch einsammeln? Nee, ist einfach so. Wahrscheinlich. Okay, was ist das hier? Drücke Interaktion zum Zungstoff, um deine Werte zu verbessern. Okay. Ich glaube, wir haben gar nichts. Ne, wir haben gar nichts. Schrotflintenexperte, Schatzsucher. Ich glaube, wir gehen einfach mal in die nächste Mission. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht. Das war wahrscheinlich gerade erst ausbrechen oder überleben oder was auch immer.
diese Mülleimer. Guck mal, wir retten die Welt und auch recyceln. Drücke den Interaktionsknopf, um die Episode auszuwählen. Ah, und was ist das hier? Wahrscheinlich der Teleporter, wo wir reingehen. Okay. Oh, ist das schlecht zu erkennen. Mittelalter, Gefängnisstufe 2. Da waren wir jetzt gerade. Ne, da waren wir jetzt. Das haben wir gemacht. Also müssen wir... Ja, Gefängnis, da kommt mir her. Kanäle. Oder ist es tatsächlich das? Wir gucken. Wenn es das schon wieder ist, sehen wir es. Ja, ist ja egal. Können wir durchrennen. Ne, ist tatsächlich was anderes. Mittelalter Gefängnisse. Gehen wir hier durch Raum und Zeit? Oh. Die Musik. Okay, das ist strange. Guck, ich kann noch aufladen. Okay, ich lasse ihn mal lieber aufgeladen, jetzt bevor ich den versch... Hat sich doch gelohnt, ey. Oh, shit! Oh, guck mal, das kann man sprengen. Oh, das ist noch mehr. Dass ich das nicht getroffen habe. Was ist das denn für ein Zombie? Ah, Licht, guck. Aber ist das nicht? Mit dem blöden Spuckball, oder was das ist? Skelette überall. Können wir auch da reingehen? Anscheinend, oder? Nee, da nicht. Da auch nicht. Okay. Kann ich die Kisten zerstören? Jo, das geht. Pfeile. Da brauchen wir wahrscheinlich den lilanen Schlüssel. Haha. Das durch? Oh yeah, genau. Sehr schön. Diese typischen alten Sprites, weißt du? Die halt einem folgen. In welcher Richtung man sich dreht, weil die haben keine Seiten. Vielleicht mal hinten, aber das ist dann schon auch das höchste der Gefühle. Da ist er. Ist auch bestimmt noch. Oh, oh shit! Wow. Oh. Sehr schön. Guck mal, kann ich das hier einsammeln? Oder ist das ein... Sieht aus wie ein... Oh, guck mal hier. Na toll, so viel dazu. Ekelhafte Fleischzombies. Mann, die Axt ist schon am besten. Bin ich irgendwo reingelaufen? Nee, ne? Schnauze. Ist jetzt meine Zelle. Muss mal gucken. Immer gegen die Wände drücken eigentlich. Diese Spiele strotzen vor Secrets, ja? Da muss man echt aufpassen. Was war das denn jetzt? Erfolgfrage. Oh, siehst du? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Man muss immer nur auf die ganzen Wände drücken, ja? Oder warum auch immer das jetzt aufgegangen ist. Toll. Haben wir jetzt wieder Munition eigentlich? Nee, ne? Nee. Bei dem bin ich gerne noch vorsichtig. Ich weiß nicht, was die so können. Ich will jetzt halt nicht die ganze Zeit Secrets suchen, aber was ja nie. Oh, oh ja. Endlich. Knarren. Ich könnte mal den Sound ein bisschen lauter machen, ne? Ist ein bisschen leise. Oh, mal 10 lauter. So, was haben wir denn da? Ah. Ich könnte auch an den Fackeln drücken. Ich meine, aber so schnell könnten wir jetzt... Ich finde, das ist jetzt wieder kein Secret hier. Wie viel Schuss haben wir? 43? Okay, davon haben wir einen Schlüssel. Oh, das sieht aber nicht... Das sieht nicht danach aus, wenn ich da drauf drücken will. Na, komm, Falle. Löst dich aus. Doch nicht? Okay, ist nichts. Boah, ich dachte, das wäre der hier gewesen. Okay, dann... Den können wir wahrscheinlich nicht öffnen. Nee. So, dann müssen wir jetzt hier lang.
Ach, ist ein Fahrstuhl. Oh. That's a problem. Vielleicht wenn es... Ich muss mit Nahkampfwaffen dran gehen, ne? Oder ich habe jetzt einfach nicht viel genug drauf geschossen. Genug drauf geschossen. Oh, Gott. Bin noch viel zu zaghaft. Oh, der gelbe Schlüssel. Wer mag denn schon Fenster? Ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, mein Typ ist gut verletzt. Wir müssen aufpassen. Ja, scheiße. Deswegen sehe ich so. Ach, guck mal hier. Ah, jetzt geht's doch besser. Hätte aber noch gar nichts gesagt. Wundert mich normalerweise. Im Trailer hat er was gesagt. So was wie Groovy Baby. Vielleicht muss ich auf Englisch stellen, aber ich meine, warum? Messerstecherei! Wow, da haben wir ein bisschen Munition. Meine Güte. Was ist alles da drin? Das war der Fahrstuhl, ne? Ich glaube, die fallen auch so um, aber vielleicht muss man da mal... Was ist das denn für ein hässlicher Typ? War. Eine Wand. Oh, Level abgeschlossen. Sehr gut. Ah, nee, es geht weiter. Okay, ist gut. Ich will nämlich töten. Ich muss dich kratzen. Sekunde. Halt die Fresse, du kleine Fledermaus. Das ist Fledermaus-Verbotsterritorium. Fledermaus-Fliegen verboten. Die ist Fliegen verboten. Ich bin nicht so gut in coole Sprüche aufsagen. Oder erfinden. Hier ist Fliegen verboten. Das wäre eine gewesen, aber die früher sagen müssen. Hier ist Flugverbotszone oder so. Ah, hier, gelb haben wir ja. Ah ne, haben wir jetzt nicht mehr. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, wir haben keine Schlüssel. Deswegen gucken wir jetzt erstmal nach Geheimgang wie immer. Okay. Ah, ich dachte, jetzt ein Schädel. Ich dachte schon. Oh, Geld. Boah, Schätze sind schön. Oh Mist, wir brauchen Munition. Wir müssen ein bisschen mit der Munition. Ein bisschen verschwenderischer sein. Wir haben. Von allem zu viel, wundert mich eigentlich. Hier ist nichts, ne? Nee. Okay. Das ist eine Fackel. Guck mal, ich kann die kaputt machen. Okay. Nur tote Fledermäuse sind gute Fledermäuse. So. Okay, jetzt haben wir jetzt den Schlüssel aufgesammelt? Ich habe es wieder nicht mitbekommen. Und den gelben müssen wir aufgesammelt haben. Gucken wir mal kurz. Jawohl. Den haben wir nicht, natürlich. Schnauze! Ab in die Ecke. Ne, da kommen auch nicht rein, das ist lila. Okay. Lilaner Schlüssel. Die Musik ist auf jeden Fall nicht die beste. Da gibt es schon mal Minuspunkt. Die geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. Okay, warte, die muss jetzt aus. Das gibt's doch gar nicht. Wenigstens leiser. Okay. Da. Haha.
Okay, ist jemand gestorben? Diese Erkenntnis. Oh. Nette Beute. Ich muss verschwenderischer sein. Da sind überall rote. Was für einen Schlüssel haben wir jetzt gerade nochmal gefunden? Okay, da war was drin. So. Kommt ihr jetzt her? Munition. Ich hätte gedacht, man muss sparsamer sein mit der Munition. Oh, hier war ich noch nicht. Jetzt wird's aber verwinkelt. Nochmal ein bisschen hier unser Zauberstab benutzen. Oh, ich hasse diese blöden Kühe. Ah! Die rote Schlüssel. Genau. So, pass auf. Genau, jetzt sind wir hier. Oh, Endboss. Irgendwie sowas. Da geht's lang. Warte, wir gucken aber erstmal kurz. Ich war hier noch nicht fertig. Und zwar sind wir hier lang gegangen. Und dann bin ich hier durch. Und nicht da lang, aber hier war ich nicht. Nichts, siehst du? Okay, sehr gut. So, jetzt können wir wieder zurück. Ist ja egal, wo lang wir gehen. So, und jetzt da rein. Schnauze jetzt! Wow, shit! Das war ja mal geil. Spratte, Spritz, Spratz. Ich muss nochmal das andere Spiel weiterspielen. Da war noch ein Spiel rausgekommen dieses Jahr. Oder Early Access Demo. Und ob es darüber was Neues gibt, muss ich unbedingt mal gucken. Ey, hab ich jetzt gekriegt. Rollig. Oh yeah. Level abgeschlossen. Sehr gut. Kills 83. Gegenstände 54. Secrets 0 von 3. Oh Mann. So, was ist das denn hier? Das ist gar nichts. Wir brauchen. Wir haben 4. Strange Life. Leben erhöhen. Erhöht maximales Mana. Wir können mal. Ah, ich weiß ja nicht. Wenn wir nur den Lichtzauber, ist jetzt auch nichts hier, nichts blau, nichts blollels. Upgraden zu Magnum oder ändert deine normale Pistole zu Flare-Munition, schadet Feinden durch Verbrennung. Oh, eine Magnum. Aber ich meine, ich mag meine Pistole gerade, ja? Wir können die Axt upgraden. Blutdurst, diese Verbesserung erhöht deine Axtreichweite um 1 Meter. Jeder Treffer gibt einen Lebenspunkt zurück. Oh, das wäre gut. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee. Mehr Reichweite und Lebenspunktregeneration. Falls ich mal ziemlich Leben habe, können wir so Leben wieder gut machen. Ja? Aber hier geht's trotzdem. Das ist gut. Okay, Capacity. Life Strange. Machen wir mal alles hoch ein. Und was ist das hier? Dann Perk Points ein. Nahkampfmeister. Bleisammler. Anforderung. 5 Kapazität. Wolltest du schon immer... Achso, Anforderung. Ich brauche 5 Kapazität dafür. 5 Stärke, 5 Life, 10 Bla Spirits. Okay, gut zu wissen. Da müssen wir dann pushen. Na gut. Cool. Leute, das war die erste Folge zu Project Warlock. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein.